Ja, meine Lieben, willkommen bei Avanacho, willkommen in Subnautica Hardcore. Die Sonne geht auf, wie schön. Ich sehe immer noch nichts. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen tiefer. Ich höre so komische Sachen. Das tue ich wohl. Aber da ist Süden, ne? Ja. Da ist nichts. Ist nur noch schwarze Nacht. Und, hier ist nirgendwo irgendwas. Wo ist denn jetzt oben? Wir machen das einfach mal so. Ah, da ist oben. Also nur noch schwarze Nacht, wie das halt in der Tiefsee so ist. Juhu! Ich habe meinen Spaß dabei. So. Aber hier unten ist ja, man sieht ja gar nichts mehr, ne? So weit weg sind wir jetzt von der Insel. Und, naja, es ist nur noch Wasser. Haben die da nichts mehr geplant gehabt? Ist mal, die Insel ist irgendwie die Titanic gerade. Welcome aboard, Captain. Das heißt, wir gehen dann jetzt mal Richtung Osten. Ja. Quasi an der Insel wieder so ein bisschen vorbei. Wir gehen auch wieder ein bisschen tiefer. Und hoffen, dass wir irgendwann was sehen und eventuell mal auf die andere Seite vom Schiff gucken, ob wir da irgendwas sehen. Sollte vielleicht Lichter machen. Ich hatte das eben ausgemacht, um Energie zu sparen. Und jetzt vergessen wir wieder anzumachen. Mal gucken, wann wir hier wieder auf irgendwas treffen. Bin ich ja mal gespannt. Ich würde sagen, da ist dann erstmal die Map zu Ende, wa? Ich höre was. Muss nur aufpassen. Ja, so, dann weiß ich auch, läuft. Es geht noch ein bisschen tiefer. Auch wieder nur schwarz. Alle schwarz. Caution. Passing safe depth. Oh, hier wird's, hier sieht man wieder ein bisschen mehr. Das heißt, hier könnte gleich noch was kommen. Keine reine schwarze Nacht mehr, wie schön. Aber immer noch 180 Meter. Nix. Gar nix. Unter uns ist Nacht. Über uns knallt die Sonne, die kriegen wir aber nicht mit. Nee, da kommt nichts mehr. Dann ist bis zur Insel und da ist Ente. Okay, dann Caution. Passing safe depth. Geht's jetzt mal in diese Richtung. Aha. Und hier kommt, hier ist das Wasser offensichtlich wesentlich flacher. Keine Tiefsee mehr. Also nicht mehr so Tiefsee. Tief schon noch, aber nicht mehr so tief. Ah. Hey, Dicker. Caution. Passing safe depth. Ja. Da muss ich erstmal gucken. Da muss er hier auch wieder. Lass das. Erstmal. Was ist das denn? Ach, die sind das. Aber hier kommt nichts anderes Caution. Mehr. Passing safe depth. Ja, ich muss gucken, dass ich auf Höhe ein bisschen bleibe. Dass ich nicht zu hoch komme. Oh, du bist infiziert. Geh weg. Hier kommt wieder was. Oh. Ja, 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 ja. Ich hab's gesehen. Also hier kommt wieder was. Das ist schön. Muss nur. Ja, sehr schön. Hier geht's hier was zu scannen. Und hier war ich noch nicht offensichtlich. Oder? Irgendwas rumort hier auch gewaltig. Warning. Maximum depth reached. Ja. Hull damage imminent. Ich seh's.
Jetzt muss ich erstmal gucken. Also hier können wir was einscannen. Da brauchen wir gar nicht. Oh, können wir schon, aber. Alter. Was rumort hier denn so? Hier können wir erstmal was einscannen, das ist gut. Kennen wir alle schon. Schubkanonenfragment. Haben wir gleich wieder den ganzen Laden dicht. Aber hier gibt es dann auch noch eine Menge Schrott, den wir mitnehmen können. Ach ja, ist alles das gleiche. Aber irgendwas ist hier. So wie das hier am Rumoren ist. Ja, das nehmen wir auch noch mit. So, Trümmerfeld heißt, hier kommt wieder eine Dingens hin, eine Boje. Da ist auch noch einer. Ich glaube, den hatten wir auch noch nicht. Sage ich doch. Aber dummerweise alles nur die Schubkanonenfragmente jetzt. Jetzt würde ich mal ganz gerne wissen, was hier so heftig am Rumoren ist. Aussteigen wollte ich da. So, das heißt, hier gibt's ein paar Kristalle, ein paar Trümmer. Dafür hat sich das ja an sich schon ein wenig gelohnt. Und hier gibt's noch eine Menge Schrott. Hier werden wir also auch nochmal hinfahren. Und mitnehmen. Haben wir schon. Den ganzen Schrott hier mitnehmen, der hier so rumliegt, den man mitnehmen kann. Nee, da fahren wir jetzt gleich mit der Seemotte hin. Das heißt, hier werde ich jetzt die Boje auswerfen. 5. Bitteschön. So, einmal dahin. Und wenn wir den Schrott eingesammelt haben, dann können wir ja die Bojen auch wieder einsammeln. So, wo ist denn da? Da scheint noch was zu... Ne, ist auch noch Schrott. Hier ist eigentlich unheimlich viel Schrott. Aber wenig zum Einscannen. Und hier ist irgendwas gewaltig am Rumoren. War ganz gewaltig. Ich nur wüsste was. Das würde ich wirklich gerne mal wissen jetzt. Da folgen wir mal dem Schrott. Da oben ist auch noch welcher. Lass mich in Ruhe. Eine ganze Menge Wrackteile und Schrottteile. Da ist... Wow, lass das. Ein Versorgungspaket und... Hier war noch was zum Scannen, da. Ach, Schubkanonenfragment. Oh oh. Jetzt glaube ich, weiß ich so langsam, was das ist. Ich glaube, jetzt weiß ich, was hier so rumort. Oder habe ich gesagt? So nah am Schiff dran? Da ist noch ein Versorgungspaket. Lass mich in Ruhe. Das würde ich ganz gern haben wollen. Sehr schön, hat sich gelohnt. Wir machen jetzt Katz und Maus Spiel, glaube ich. So. Ach, das ist wurscht. Dann ist das Rumoren wahrscheinlich eben wegen diesen Drachen, wa? Diese Seeschlange da. Oh, ist hier Schrott. Ist ja richtig was wegzuholen. Echt schade, dass man diese Trümmerteile nicht auch aufschweißen kann. Sondern kleinere Teile zum Mitnehmen. So quasi to go.
Wo ist jetzt meine Motte? Da. Hier geht auch noch weiter. Alter, liegt hier Schrott rum. Da ist noch so ein Ort, zwei Stück gleich. Muss aufpassen. Nee, nicht da. Okay. Da liegt auch noch einer rum. Ach, jetzt ewig diese Pakete. Ich glaube, das ist der hier, weswegen das hier so... so am Rumoren ist. Aber Schrott liegt hier wirklich ohne Ende rum. Ich habe doch hier innen noch so ein da. Noch so ein Versorgungspaket gesehen. Kann das sein, dass ich hier gleich am... Ne, der hat sich wieder verdrückt. Am Schiff bin? Inventar voll. Na gut, für so eine Wasserflasche ist auch nicht so schlimm. Aber ich könnte mal ein Titan loswerden. So. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz. Könnte ich aber eigentlich auch halt machen, wenn es denn soweit ist. Da hatten wir auch noch nicht. Hatten wir offensichtlich doch. Welcome aboard, Captain. Wo bin ich denn dann hier? Ich glaube, ich bin direkt unterm Schiff. Ja, es rumort wegen dem. Eindeutig. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da abhängen können. Das haben wir nicht wieder meine Motte zerstört. Ja, wir sind am Schiff. Und das. Ich versuche die einfach abzuhängen und gut ist. Jetzt habe ich hier allerdings wenig Chancen. Wir versuchen es. Ich muss sowieso nach Hause. Erstmal Richtung Osten und dann in einer kräftigen Drehung nach Hause. Wenn ich nur wüsste, wo Hause ist. Das wäre auch mal... Oh, da komme ich nicht weiter. Hm. Der jetzt immer noch hinter mir? Nein. Na toll, Hause ist genau in die falsche Richtung. Muss ich jetzt hier einmal rum. Hm, da kann ich hier auch noch gucken. Auch ohne Ende Schrott hier. So, das ist gut, dann lassen wir irgendwann einfach mal unsere Sauerstoffflaschen zu Hause. Mehr wenn ja komplett. Hier finde ich ja überall nicht, was ich brauche. Es ist ja nur Schubkanonen und so ein Kram. Aber das Vieh, das ist schon sehr ordentlich. Alter Schwede. Ich bin ein ganz schlaues Kerlchen. Ich dachte, da ist Wasser zu Ende. Na toll, ich schwimme den doch gleich mit Sicherheit wieder direkt in die Füße. Oder in die Klauen. War hier auch noch irgendwie was? Nee, ne? Da ist irgendwas. Ja, aber nicht wirklich. Boah, wo geht's denn? Vielleicht soll ich einfach mal Licht anmachen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Dann sehe ich auch ein bisschen. Naja, halt ein bisschen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. 67% nur noch auf das alte Vieh. Aber wieso bin ich jetzt... 1500 Meter, bitteschön. Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. Ach, es ist Nacht. Deswegen sehe ich auch so wenig.
Das Schiff war doch keine 1500 Meter weg. Echt so weit weg? Und gar nicht aufgefallen? Das ist das Schiff, ja. Von einer anderen Seite. Ich hüpfe gerade viel, deswegen hört sich das so blöd an. Dürft ihr euch jetzt nicht dran stören. Aber ich würde ganz gern einfach mal was sehen. So. Jetzt mache ich dann doch einen etwas größeren Umweg, glaube ich, ist besser. Von wegen dem alten Vieh. Und Licht aus, vielleicht sieht es mich da nicht. Vielleicht. Jetzt einfach mal einen, wow, direkten Weg. Wir müssen ja am Schiff vorbei sein. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Wir sind auch ziemlich weit, ziemlich nah am Wasser. Ja. Und dann würde ich mal sagen, so weit, so gut. Aber ich muss nach Hause. Mein Futter, ich weiß, ich habe noch den Block in der Tasche. Aber hier können wir sowieso nichts machen. Jetzt sind wir in Sicherheit. Können wir wieder nach unten. Ist alles gut. Aber hier unten kennen wir ja auch schon alles. Und einsammeln können wir jetzt nichts mehr. Ja, dann ist die große Frage, wo bitteschön finde ich jetzt noch Sachen zum Einscannen? Jetzt sind wir aber auch viel durch die Gegend gefahren. Wir können auch nochmal zur Insel. Ich habe ja unten noch gar nicht alles geguckt bei dieser Alien-Basis. Was wir jetzt auf jeden Fall schon mal wissen, ist, wo wir eine Menge Titan herkriegen. Wir müssen uns halt nur ein bisschen vor dieser Monsterschlange in Acht nehmen. Ich höre das hier jetzt auch überall rumoren. Ist ja unschön. Schon wieder so ein Stein, so ein schwebendes. Irgendwann nehme ich die Dinge ab und schmeiße die Steine einfach runter. So. Jetzt können wir ja erstmal oben ein bisschen bauen. Und uns oben mal richtig schön einrichten. Das heißt, dann kann ich dich jetzt erstmal so setzen. So. Mal kurz das Reparaturtool. Da haben wir das. Pack schon mal rein. So. Einmal nehmen. Boah, schon ein bisschen was abgekriegt. Aber diese Motte lebt wenigstens noch. Ist ja auch weit wert. Jetzt kann ich eine ganze Menge Kram erstmal rausschmeißen. Welcome aboard, Captain. Mhm. Zum Beispiel das Reparaturtool. Die Wasserflaschen wieder. Fangen wir hier an. Ja. Zwei Energiezellen. Eine Batterie bleibt drin. Dann habe ich Titan. Brauche ich gleich. Ich habe die, wo ich zwei Flaschen mal von rausnehmen kann. Was brauche ich sonst noch? Das brauche ich jetzt definitiv nicht. Scanner. Jetzt momentan. Oh, von denen habe ich echt eingesammelt. Reparaturwerkzeug brauche ich jetzt nicht. Den Laserschneider brauche ich jetzt nicht. Aber ich brauche das. Okay, die Taschenlampe brauche ich auch nicht. Dann kommt hier das Wasser jetzt erstmal rein. Und der Block kommt hier wieder rein. Und eine ganze Menge davon. So, und von den Wasserdingern kann ich mir ja tatsächlich hier auch noch ein bisschen was machen. Indem ich den anziehe. So, ausziehen. Anziehen. Und Wasser machen. Gut. Und jetzt ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und dann eine Menge Titan. Ja, so ist richtig. Und ein bisschen Glas konnte ich auch mitnehmen. Oben würde ich eigentlich auch ganz gerne ein bisschen Glas hinbauen. Eigentlich schon.
Ist da immer noch einer übrig. Ich hin. Und an dem waren wir, glaube ich. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich hier an Kaffeeautomaten was machen kann. Läuft. Benutzen. Ja, wie geil ist das denn? Hat zwar nur drei Essen. Oh, und nimmt noch ein bisschen H2O. Aber ist cool. Ja, wenn wir das können, warum denn nicht? Das sind dann die Sachen, die man für unterwegs... Na Gott, da muss man sich ein ganzes Inventar vollpacken, ne? Den kann ich nach oben stellen, nicht nach hier. Genau. Hier will ich den dann jetzt nicht haben. Dann brauche ich jetzt auf 4 habe ich den. Dann habe ich den auf 3, okay. So, mach weg. Der kommt nicht hier hin. Mhm. Den packen wir dann später einfach mal nach oben. Ja, ich weiß, ich muss einmal rein und einmal raus. Bitteschön. Aber Kristalle muss ich sammeln. Das könnte ich definitiv mal wieder tun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, besser als nichts. 8 Stück, die anderen bleiben drin. Da kann ich wenigstens ein bisschen was mit anfangen. Da. Muss ich jetzt mal schauen, wie ich das oben am besten machen kann. Oh, 22 Minuten rum, mein Lieben. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es mir gerne auf eure Social Media. Damit würdet ihr mir natürlich helfen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye-bye.